von Ihnen ein Todesurteil forderte, würden Sie niemals mehr wagen, dafür zu stimmen. Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. Trotz intensiver Bemühungen haben die Konfliktparteien in Jugoslawien den Friedensplan der Europäischen Gemeinschaft noch nicht unterzeichnet. Das Staatspräsidium begann erst am späten Abend mit den Beratungen über die EG-Initiative. Der niederländische Außenminister und EG-Ratspräsident Van den Broek hatte zunächst damit gerechnet, dass es noch vor Mitternacht eine Einigung geben könnte. Hans van den Broek war am Nachmittag in Belgrad eingetroffen. In seinem Gepäck der Friedensplan der Europäischen Gemeinschaft. Dennoch dauerten die Kämpfe in Kroatien an. Der Ort Gospic brennt. Serbische Kommandos nahmen Wohnviertel, die Polizeistation und das Gefängnis unter Feuer. Ähnlich die Situation in benachbarten Dörfern. Während sich Serben, Kroaten und van den Broek in Belgrad treffen, wird in Osijek aus seiner Kaserne heraus ein Wohnhaus unter Feuer genommen. Nahe der Stadt stirbt ein Zivilist in seinem Auto von einem Panzer beschossen. Für innenpolitischen Zündstoff sorgt nach wie vor die vor zwei Tagen beschlagnahmte Waffenlieferung. Kroatien verlangt von der Bundesarmee die Herausgabe der Waffen. Der sowjetische Präsident Gorbatschow scheint bereit zu sein, die drei baltischen Republiken in die Unabhängigkeit zu entlassen. In einem Fernsehinterview sagte Gorbatschow, wenn das der Wille und die Absicht der baltischen Völker sei, müsse er dem zustimmen. Eine Stellungnahme zu den Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum wird auch heute vom beginnenden Kongress der sowjetischen Volksdeputierten erwartet. Die Sondersendung des Fernsehens hatte einen ungewöhnlichen Anfang. Vorbereitung zum Interview. Ein Signal, dass noch Hoffnungen bestehen für Gemeinsamkeiten im Weg der Republiken. Ein zuversichtlicher Gorbatschow. Er verhandle heute mit 11 Republiken über den Zusammenhalt der Union unter neuen Bedingungen. Jenen, die gehen wollen, gab er grünes Licht. Und zurücktreten wolle er nicht. Ich kann das, sagte er, nicht verantworten, weder als Mensch noch als Bürger. Am Nachmittag war der englische Premierminister Major mit Gorbatschow im Kreml zusammengetroffen. Seit dem Putsch die erste Begegnung Gorbatschows mit einem westlichen Staatsmann.